Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Suave Lost, zu einem weiteren Teil von Let's Play Rome Total War Barbarian Invasion mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow, und wir sind zurück mit den mächtigen Kelten. Und im letzten Teil haben wir, ich glaube, gar nicht so viele wichtige Schlachten gemacht. Wir haben den römischen Seitenanführer getötet, wir belagern immer noch Vicus Franci, haben da ein paar Truppen verstärkt, machen wir auch nächste Runde gleich weiter. Werden wir auf jeden Fall noch weiter belagern. Kann noch ein bisschen dauern. Und ich denke mal, ist das nicht die Siedlung, die wir noch brauchen für die Siegbedingungen? Ne, 16 brauchen wir. Londinium, Eboracum, Avaricum. Rom brauchen wir offenbar noch nicht mehr. Okay. Dann ist das die vorletzte, die wir brauchen. Oder ist Tarraco die letzte? Ich weiß es nicht. Wir könnten auch Massilia angreifen und gegen die Hunden ins Feld ziehen, ne? Jetzt bin ich gerade auf dem Weg nach Canutum. Komm, zurückkommen. Das ist mir zu doof. Lass die Römer sich da an uns abarbeiten. Das ist vielleicht die clevere Variante. Wie viele Agenten haben wir hier? Ein. Haben wir hier mal noch einen Spion? Ich glaube, ich habe hier noch einen Spion rekrutiert, ne? Stimmt das? Auf jeden Fall auch ein. Also Spione sind meine absoluten Lieblingseinheiten. Die sind mega wichtig. Bauen wir bitte so einen Diplomaten, dann werden wir uns die Einheiten da aufkaufen. So, Geld haben wir verbraten. Du wartest hier auf der Brücke. Da belagern wir auch noch. Begebe mich in Position. Ja, komm, dann verstärken wir hier die Armee. Suche nach Spionen. Weiter geht es nicht. Die Hunde schicken Diplomaten zu mir. Oh, die Römer müssen sich zurückziehen. Vor wem denn? Von einer der Rebellen vielleicht? Könnte ich mir zumindest vorstellen. So, ich habe hier noch einen Agenten vergessen, Kyrene. Euer Ehren. Alles ist alles Ostrom, ne? Und hier kommt wieder Westrom. Normalerweise holen sich das doch die Berber alles, dachte ich. Bündnis Langobarden und Oströmer. Fortbilden. Ist eigentlich egal, ob man den jetzt direkt vorne rein in den Slot schiebt oder nicht, aber... Achso, warte mal, du musst ja auch wieder hier hin. Weg mit dir. Genau, wir nehmen noch... Ich glaube, wir nehmen noch eine normale Kavallerieeinheit dazu, oder? Ja, ja, das schadet nichts. Es gibt neue Söldner, aber die... Die sind okay, aber ich bleib bei meinen Hunden von Kulan. Das sind halt die OP-Einheiten. Ach, guck mal, du hast mitbekommen, dass ich einen Diplomaten hier rumgebaut habe, ne? Mein Herr. Dann holen wir uns mal gerade ein bisschen Geld von irgendwo. Ich muss mal gerade schauen. Mach die mal weg. Mach die Hundertenhalle mal gerade weg. Aber es kann sein, dass ich den nicht kriege, weil ich dafür den General anheuern müsste. Euer Ehren. Ich rede mit Ihnen. Okay. Ja. Wir haben halt viel Geld, ne? Da können wir das ruhig mal machen. Kannst du was? Der ist Christ. Tugend der Armut. Abzug auf Handelsverträge und er ist illoyal. Sehr geil. Marschieren! Es geht nicht weiter! Ja! Dann können wir ihn irgendwo verheizen. Hat halt nur für mich den Vorteil gehabt, dass ich mir jetzt keine, dass ich mir jetzt hier keine zweite Armee zusammenstellen muss. Also du brauchst wieder die Hundertenhalle und du brauchst bitte die großen königlichen Stelle wieder. Und der Rest war, glaube ich, eher so Kleinkram. Massilia ist wieder eine römische Stadt. Halt doch die Klappe. Da hat es eine Revolte gegeben, ne? Also, einmal belagern, bitte. Oh, warte.
Massilia war übrigens der Hauptumschlagsplatz der Kelten für alle möglichen Erzeugnisse. Also Massilia war extrem, ich würde sagen, das war die wichtigste Handelsstadt, zusammen mit Toulouse. Ich guck mal gerade, ich habe mir noch was notiert, ob es noch andere wichtige, es gab noch andere wichtige Handelszentren. Nee, ich finde es jetzt nicht mehr. Ja. Ja, also wie gesagt, obwohl Massilia ja eigentlich, glaube ich, eine griechische Gründung ursprünglich war, ist das auf jeden Fall die wichtigste Handelsstadt der Kelten. Also total wichtig, weil sie liegt halt direkt zwischen Italien und sie liegt zwischen Karthago. Nicht vergessen, ne, 5. und 4. Jahrhundert vor Christus. Da sind die Karthager halt noch nicht ganz besiegt und auch im, also sie sind ja, sie werden ja erst im 2. Jahrhundert vor Christus wirklich endgültig besiegt. Und da ist es dann natürlich für die Kelten sehr lukrativ, noch gerade hier in Spanien zu handeln, weil es auch hier sehr viel Silbervorkommen gibt. Die haben übrigens auch, die Keltiberer haben auch Silbervorkommen in Spanien erschlossen, aber doch nicht so erfolgreich, wie die Karthager das wohl getan haben. Die Karthager haben da einen viel größeren Ausstoß an Waren erzielen können. Das war auch immer so ein bisschen so eine Geschmacksfrage. Also es gab bei den Kelten wirklich auch so unterschiedliche, wie will man es nennen? Also vielleicht so Moden, was gerade beliebter war, Gold oder Silber. Und sagt, die Kelten hier in diesen Regionen, die haben eher das Silber bevorzugt, wohingegen die Kelten hier im Westen eher Gold bevorzugt hatten. Man hat da so ein bisschen an den Grabbeigaben versucht festzumachen, indem man halt geguckt hat, welche Schmuckstücke so in den Gräbern da beigegeben wurden. Und bei den Kelten hier zum Beispiel hat man auch viele Goldbeigaben gefunden. Darunter sehr, sehr kunstfertige Handwerksstücke aus griechischer Schmiedearbeit wahrscheinlich. Oder vielleicht sogar noch weiter östlich. Man hat auch ägyptischen Schmuck gefunden. Was insgesamt auf einen sehr, sehr blühenden Handel schließen lässt. Komm, hier gehst mal die Römer ein bisschen ärgern. Ich muss gerade gucken, hier habe ich auch noch einen Diplomaten. Okay, lauf mal wieder da hoch. Jetzt sehe ich ja auch, was da oben los ist. Obwohl, warte, nee, komm, ich kann dich ja irgendwie so ein bisschen hier rumschicken. Lauf mal wieder herunter, du gehst hin. Ja, segelst mal hier so ein bisschen an der Küste entlang und wir gucken mal, wo wir dich dann gleich entladen. Ja, Massilia belagern wir jetzt gerade. Du kommst gerade zurück. Dann wollten wir in der nächsten Runde die Franken angreifen und vernichten. Ja? Vorletzte Siedlung, die wir noch brauchen. Ja, die Hunden werden auch bald Krieg wollen. Ach, schade. Mein Spion konnte da nicht zum Abschluss kommen. Warte, stopp. Lauf hier hin. Lauf hier hin. Ein Volk auf der Flucht. Die Goten, oh nein. Großstadt wächst. Londinium, yeah. Und ein fettes Gebäude bitte vorne hin. Das ist die ultimative Wachstumsstufe in Londinium, ne? Kleinstadt wächst. Campus Chatti. Yeah! Endlich. So, ich muss so mal ganz schnell nachgucken, was die Notitia Dignitatum genau ist. Dann kann ich euch nämlich direkt noch mit ein paar Informationen dazu füttern. Also, die riesige Liste der Würdenträger ihrer staatlichen Ämter sowie der Position und Zusammenstellung ihrer Streitkräfte ist endlich fertig. Die Notitia Dignitatum umfasst jede Stelle bei der Regierung in beiden Hälften des Reiches und geben deren jeweilige Autorität und Verantwortungsbereich wieder.
Kurzer Exkurs noch an der Stelle, weil es sich eben gerade anbietet. Also der Titel ist eigentlich länger. Das Ding heißt im Original Notizia. Mein Latein ist ein bisschen eingerostet, sorry. Notizia Dignitatum Continent Omnium Tamquivilum Quam Militarium Dignitatum Utriusque Imperii Occidentis Orientisque. Also auf Deutsch dann so viel wie, dass es sich dabei um eine Aufzeichnung der Würdenträger handelt, die sowohl die zivilen, ne, also Civilium, und auch die militärischen, Quam Militarium, beinhaltet. Und zwar sowohl des westlichen, Occidentisque, und des östlichen, Occidentis, so, und auch des östlichen, Orientisque, Reichsteils beinhaltet. Man vermutet, dass sie tatsächlich auf Aufzeichnungen aus dem Jahr 395 nach Christus beruht. Entstanden ist sie wohl später, der östliche Teil ein bisschen früher als der westliche. Der östliche Teil, also es ist auch zu fragen, ob die so in einer Form im Gebrauch waren, entstanden sind, ist der östliche Teil so um kurz nach der Jahrhundertwende zum 5. Jahrhundert und der für den Westteil wohl so um 425, also nochmal gut 30 Jahre später. Warum ist es wichtig? Es ist insofern wichtig, weil, ja wie gesagt, der Schatz, die Quelle, die als einzige übrigens solche Quelle hier erhalten ist, die ganz umfassend über die Aufteilung des Reiches, die administrativen Funktionen und so weiter orientiert. Warum ist es wichtig? Nun ja, wenn man Würdenträger ernannte oder hohe Beamte, dann musste man ja wissen, wo die waren und was sie machten. Deswegen war das wichtig, dass es aufgezeichnet wurde. Und bei wem landet sowas? Nun ja, bei dem höchsten Rechtsbeamten, bei dem höchsten Rechtsgehilfen des Imperators oder des Cäsars eben. Derjenige, der das wissen muss, wen er da jetzt alles ernannt hat und mit welchen Aufgaben die Leute versehen wurden. Und interessant ist das halt eben für die Entstehungsgeschichte der Notitia Dignitatum. Also man hat einfach nur die zwei ersten Wörter dieses Titels oder dieser Schrift hat man als Titel genommen, ne? Also ist die Frage, ob die Notitia Dignitatum genannt wurde im Entstehungskontext, ne? Wahrscheinlich halt hat man ja den vollen Namen verwendet oder dann später abgekürzt. Und also wichtig ist ja der Entstehungskontext eben, für wen hätte das geeignet sein können, und da ist eine Vermutung eben, dass es vielleicht ein Kaiser namens Johannes hätte gewesen sein können. Der war nämlich nach dem Tod von Honorius im Jahr 423 nach Christus kurz Kaiser geworden, und zwar mit Hilfe von Flavius Aetius, den wir ja bereits kennen aus anderen Let's Plays. Und das Ding ist, dieser Johannes, der war vorher der oberste Notar des Reiches, also der Primicerius Notarus, glaube ich, würde das dann heißen. Der höchste Verwaltungsbeamte unterm Kaiser. Und weil der dann später selber Kaiser wurde, könnte das zu dem passen, dass der dieses Schreiben hat bekommen hat zu seiner Thronbesteigung. Der war allerdings nur sehr, sehr kurz Kaiser, also hat sich nicht lange gehalten. Aber könnte zu ihm passen. Man ist sich aber strittig. Also man weiß eigentlich, also eigentlich ist nicht genau geklärt, wer das in Auftrag gegeben hat. Das ist schon so ein bisschen spekulativ, aber diese historische Figur würde dazu passen. Diese Quelle wurde abgeschrieben und lag lange Zeit im Speyerer Domstift, ist im Original auch verloren gegangen. Also die einzige Handschrift, ne, die eben im Speyerer Dom lagerte, die ist verloren gegangen. Es gibt noch einige Abschriften davon, die dann tatsächlich noch überlebt haben. Und das ist einfach ein unglaublicher Schatz, wenn es darum geht, die Antike zu rekonstruieren, also oder die Verwaltung des Reiches zu rekonstruieren. Die Administration wieder zu entschlüsseln. Also das ist unglaublich, dass man darüber heute noch Bescheid weiß. Allerdings natürlich wie immer problematisch, wenn man nur eine einzige Quelle hat, ne, dann ist es auch nie so einfach, nach der Glaubwürdigkeit der Quelle zu fragen und Ähnliches. Aber ich meine, in dem Fall halt handelt es sich um ein reines Verwaltungsdokument. Also insofern ist an dieser Glaubwürdigkeit da auch nur begrenzt zu zweifeln, wenn man daran zweifeln will.
Jetzt wollen wir gerade gucken. Wir können nicht weiter. Wir bekommen noch eine Einheit mit. Ne? Sind wir noch? Ja, die Schwerträger nehmen wir dann noch mit in der nächsten Runde. Und dann greifen wir Vicus Frankie an. Ja, bleib halt mal hier so. Ja, Meister. Baubericht schenken wir uns. Hunde und Alemannen. Die Alemannen sind auch mit mir verbündet. Hunde, ne? Passt bloß auf. Ja, wahrscheinlich werden die dann auf der Seite der Gegner beitreten. Och nö, ist jetzt nicht dein Ernst. Das hättest du vorhin auch laufen können. Ich wollte, dass du hier in der Armee dabei bist. So eine Scheiße. Ich guck mal gerade, kann man das automatisch machen? Weil wie lange dauert das hier, das Ding auszuhungern? 7 Runden. Boah, ich weiß nicht, ne? Ich bin ja versucht, das hier automatisch zu machen. Palatiner-Hilfstrupp mehr, das Ding ist gut ausgebaut, ne? Ja, Bogenschützen gibt es da halt nur nicht, ne? Glaube ich zumindest, ja. Zum Konzil von Karthago habe ich jetzt gerade nichts beizutragen. Ich fand das andere ein bisschen spannender. Wobei, das ist nicht das letzte Barbarian Invasion Let's Play, das ich machen werde. Und dann werde ich an späterer Stelle nochmal auf das Konzil von Karthago eingehen können. Stimmt, was wollte ich mit dir eigentlich machen? Ich finde, der sieht so aus, als hätte der sich morgens mit einem Hammer gekämmt irgendwie. Ja, mein Herr. Weiter geht es nicht. Ja, Meister. Unterwegs. Weiter geht es nicht. Holst mir danach bitte noch einen neuen Spion? Hi, Captain! Ja, Captain! Hi, hi, Captain! Hi, hi, Captain! Welche Provinz ist das hier? Tarraconensis und hier? Ja, Tarraco, na, ist klar. Sind bereit. Ja, 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 passt schon. 6 Runden bis zur Kapitulation. Krieg mit den Hunden wird auch nicht mehr lange auf sich warten lassen, ne? Admiral Che ist tot. Oh nein! Schade, das war ein cooler Admiral. Aber wir werden einen neuen bekommen. Und Konstantin ist volljährig. Also dieser typische keltische Name, Konstantin. Ein gut reizbarer Infanterist. General! 45 Jahre alt ist Taran der Zornige. Befehle? Das ist unser Erbe, ne? Schlechter Vorgesetzter, Heide, mittelmäßiger Verteidiger, sein Erbe, Objekt von Gerüchten, nüchtern, unkontrollierbare Rage, so ist der Kommandant und betet die Götter an. Okay, der ist eigentlich scheiße. Befehle? Dann können wir den vielleicht austauschen. Schließe mich den Gruppen an. General. Römerüberläufer, das kann man da immer gut gebrauchen. So, kannst du mal ihn geben. Das ist der Konstantin, ne? Komm mal den mal zum Erben. General! Bewegung! Römer und Ostgoten. Okay. Häuptling! Häuptling! Bewegung! So, dann bitte mal einmal Feuer frei. Auf Vicus Franki. Oh, sind das so viele Generäle. Ihr seht auch, das Stärkeverhältnis ist nicht ganz so eindeutig. Obwohl wir halt mit einem 8:1 Zahlenverhältnis kämpfen, ne? Torbrecher, nettes Äußeres, Heide und Objekt von Gerüchten. Sie sind irgendwie alle bei uns, ne? Die
Götter wissen, wir wollten diesen Krieg nicht. Die Götter kennen unser Herz. Und die Götter wissen, dass der Feind verdammt ist. Krieger, nehmt Schwert und Axt in die Hand. Greift euch Messer und Bogen. Wir lassen uns weder Ruhm noch Ehre nehmen. Und ich habe irgendwie den Eindruck, dass die Hunde von Kulan sich nie den Streitwagen nehmen lassen wollen. Weg. So, wer kann denn noch hier? Du. Nee, warte, nimm lieber eine entbehrliche Einheit. So, wir schauen mal. Also, wir müssen hier irgendwie auf die Piazza kommen, ne? Ja, dann versuchen wir es doch mal hier rum. Es ist tatsächlich gar nicht so unwahrscheinlich, dass bei den Kelten auch die Baukunst sich auf einem insgesamt hohen Niveau befand. Das zeigt zumindest ja, oder wir wissen ja zumindest, dass sie sehr geschickte Handwerker waren. Und insofern würde das damit ganz gut korrespondieren, ne? Hier. Los, marschieren! Marschieren, vorwärts! Rambock! Marschieren, vorwärts! Los! Speere! Was die Kelten hatten übrigens, es ist auch wieder total interessant, die hatten eine antike Mähmaschine. Also so eine, oder nennen wir es antike Erntehilfe, wenn ich jetzt Mähmaschine sage, dann denkt ihr wahrscheinlich eher an so Mähdrescher oder irgendwie sowas. Aber es war eine, also es sind sogar Zeichnungen von diesem Gerät überliefert. Ich müsste mal gerade gucken, wie das heißt. Vallus. V, oder ja, Vallus. Also V-A-L-L-U-S. Zeichnungen davon sind tatsächlich überliefert worden. Das ist so ein Wagen, der gezogen wurde von einem Pferd oder einem Ochsen und an dessen Vorderseite sich so aufgereihte Klingen befanden, die wohl dazu dienten, um Stroh und so zu mähen oder Heu zu machen. Wahrscheinlich aber auch um Getreide zu mähen, also weil das eben ja eine der Hauptnahrungsmittel der Kelten war. Man muss da natürlich auch bedenken, dass die Ernährung da hochgradig divergierte. Klar hat man auch Brot mit einem gemahlenen, also mit einem zu Mehl vermahlenen Getreide gegessen. Dabei nicht unwichtig ist eben, dass man aber Getreide auch sehr häufig als Brei konsumiert hat. Das ist jetzt nicht so lecker, wie man sich das heutzutage vorstellen mag. Also man hat halt einfach Brei gegessen. Ja, das war so das Standardnahrungsmittel, so ein Getreidebrei. Das war auch bei den Römern sehr häufig, so ein Getreidemansch irgendwie. Wer schießt denn da auf mich? Ach, halt die Fresse. Ich schieße wahrscheinlich auf die hier, ne? Ja, naja, ist jetzt okay. Ich glaube, ich schicke gleich die Bauern rein und verbretter die direkt mal hier. Und dann gucken wir mal, wie er damit seinen Paladin-Leibwächtern angerückt kommt. Okay, komm, mach das mal ein bisschen schneller. Eure Krieger haben das Tor durchbrochen. Der Weg liegt frei. Schickt eure Männer, um all die Feiglinge zu töten. Ja, komm mal ein bisschen näher. Vielleicht schätzen wir die doch mal hier auf. Das sind Zwangsspeerträger, okay. Schicken wir mal die Kohorte rein. Die
feindlichen Mauern sind gefallen. Unsere Krieger werden ihre Belohnung aus Blut und Schätzen fordern. Ja, ich schicke die Mauern noch mit. Warte, kommt ihr hier rüber? Okay, den haben wir. Hört auf zu jubeln, ihr Idioten. Boah, ey, ne? Aha. Das Witzige ist, dass der Bewegungsbefehl offenbar immer noch valide war, ne? Denn die haben sich ja... Die haben sich ja hier noch bewegt, ne? Aber ich schicke, glaube ich, nicht mehr. Ja, einen höheren Anteil an der Nahrung bei Fleisch hatte vermutlich eben nur der Adel. Man geht davon aus, dass die in der Regel besser ernährt waren. Zeigt sich dann auch häufig in den Grabfunden. Also die Leute, die über prächtige Grabbeigaben verfügten, man vermutet da eben an dieser Stelle... Die Kriegsfürsten oder eben herausragende adelige Krieger, die verfügten dann meist auch über eine bessere Ernährung, hatten bessere Knochen, bessere Gelenke, waren größer. Was man damit auch in Verbindung bringt, dass sie halt mehr Fleisch bei der Ernährung hatten, als jetzt die einfache Bevölkerung, die da meistens leer ausging. Und wenig Fleisch aß, weil es eben viel teurer war. Als dieser gute Haferschleim, den man ansonsten so gegessen hat. Okay, ich überlege gerade, ich habe eigentlich keine Chance, diese ganzen Generäle da wegzumachen. Komm du nur mit. Ich muss jetzt mal gerade gucken, wenn ich so eine Einheit Bauern mal hier vorschicke. Kommen die bis hier hin? Müsste eigentlich, ne? Gut zu wissen. Ich würde sagen, 4 Stück hier hin. 2 Stück von euch hier. Ich kann hier leider nicht viel mit meinen Fernkämpfern machen, weil sobald ich da einmal reinschieße... Das wäre übrigens genial für ein Katapult, ne? Boah, ey, wenn ich einen schweren Onager hätte. Einmal hier reingeschossen. Da sterben direkt 3 Adelsgeschlechter der Franken aus. Das wäre sehr schön, ne? Ah, ich wollte das auch nochmal ganz kurz noch nachreichen von der letzten Folge, weil ich auch gesagt habe, ne, da bei den Kelten, da waren die Schweine kleiner. Waren die Kühe kleiner und so weiter und so fort. So mal einen Vergleich. Man geht ja davon aus, dass dass zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine Kuh im Durchschnitt 5 Liter Milch pro Tag geben konnte. Das ist jetzt, sagen wir mal, so eine Schätzung.
ungefähr. Es gibt ja auch amtliche Statistiken über Ernteerträge und so, und da waren dann meistens auch die Erträge der Milchproduktion dabei, und es gibt auch Bauern, die das akribisch notiert haben, wenn man Hofbücher ausgewertet hat und sowas. Da gibt es doch sehr viele Aufschlüsse drüber. Ich mache ganz kurz Pause an. Wir warten noch, bis die Truppen in Stellung sind. Man geht davon aus, dass sie ungefähr 5 Liter Milch pro Tag gegeben haben. Und wenn ihr jetzt mal schätzt, wie viel das heute ist, knapp 100 Jahre später, dann schätzt man vielleicht mal so, naja, okay, gut, es könnte durchaus sein, dass es Kühe gibt, die heute so 10 Liter Milch pro Tag produzieren, was halt echt richtig viel ist. Aber nur mal so zur Orientierung, der Weltrekord lag bei, haltet euch fest, der liegt wahrscheinlich mittlerweile sogar höher, weil da gibt's weil das ist ein sehr umkämpfter Weltrekord. Der Weltrekord liegt heute bei 75 Litern pro Tag. 75 Liter Milch pro Tag. Also nicht pro Woche oder so, pro Tag. 75 Liter. Könnte ich das vorstellen? Das ist ein Aquarium voll Milch. Das ist unglaublich krass. Das ist unglaublich viel. Das gibt eine Kuh am Tag. Also es ist nicht, klar, nicht alle Kühe, ne? Übrigens Schweizer Kühe, meine ich, Braunvieh heißt diese Sorte. Und die geben angeblich, das ist momentan der Rekord bei der Milchproduktion. Das ist halt Hammer. Also es hat sich innerhalb dieser Zeit nicht nur einfach so verdoppelt oder so, oder also es hat sich halt verzehnfacht. Das muss man sich mal überlegen. Das ist richtig, richtig viel. Ja, und also da sieht man halt den Einfluss einer hochindustrialisierten Agrarproduktion, ne? Also ihr müsst auf jeden Fall das Auto vorher schon mal ausmachen, weil sonst rennen die nämlich gleich los und ich kann hier meine Aufstellung nicht machen, wie ich sie möchte. Bauern! Du kannst vielleicht hier hin, langsam, und du hier hin, langsam. Jetzt gucken wir nochmal. Die zwei und dich, die nehmen wir so ein bisschen. Achso, warte mal, das ist ja hier. Ja, die nehmen wir vielleicht so dahinter. So, was haben wir dann noch so drin? Da ist ja noch, da ist noch so ein Köter von Kulan ist da noch drin. Macht ihr auch mal das Auto von aus. Ja, und da sieht man wirklich daran, wie gezielte Zucht, also die meisten Kühe heute, die werden ja künstlich befruchtet, ne? Das ist ja nicht mehr so wie bei den Kelten damals. Die haben das natürlich auch gemacht, ne? Die haben schon so in ihrer Lebensumgebung geguckt, welche Kühe von welchen Bauern geben besonders viel Milch, und dann hat man versucht, von dem einen Zuchtbullen mal zu bekommen. Später war es ja so, dass Gemeinden Zuchtbullen unterhielten. Okay, jetzt müssen wir doch das Auto Feuer anmachen. Die Bauern werden den Charge dieses Generals stoppen. Allerdings wird er die auch extrem einfach nur niedermähen. Wir schicken direkt mal die Hunde von Kulan rein. Können nämlich, wenn der nicht charged, sehr verheerend gegen ihn sein. Weil er halt so einen hohen Verteidigungswert hat. Und da ist er auch schon tot. Ich schicke deswegen jetzt, weil die Hunde von Kulan da hinterher rennen werden, schicke ich die jetzt da hinterher.
Speerträger nehmen wir vor allen Dingen deswegen, um mögliche Charges zu verhindern. Und natürlich haben sie einen Kampfbonus gegen Kavallerie, aber die eigentlichen Kills dürften hier jetzt die Hunde von Kulan machen. Das finde ich jetzt wiederum nicht geil. Weil so viele Einheiten sollten jetzt wirklich nicht flüchten, ne? Es könnte hier sich um eine Massenpanik ausgelöst durch die flüchtenden Bauern handeln. Das ist immer natürlich das Risiko, wenn man Einheiten mit so einem sensationell schlechten Moralwert mit dabei hat. Wir schicken jetzt die Kavallerie noch mit rein. Ne, warte mal, die Bauern lassen wir mal schön da hinten stehen. Kommst jetzt mal bitte da raus, weil du verlierst schon viel Truppen. Kriegsherr zeigt seinen wahren Wert. Gar keinen. Ja, gut. Unsere Krieger. Ihr seht halt hier, wie die Hunde von Kulan hier alles abgeschlachtet haben. Da steht ja nichts mehr, ne? Wo ist der? Du bist das. Das ist noch der Hund von Kulan. Oder Cullen. Wahrscheinlich wird das Cullen ausgesprochen. Eure mutigen Krieger erschlugen ihn. Ach, guck mal, die sind sogar im Nahkampf. Das habt ihr ja gut hingekriegt, Mädels, ne? Okay. Dies ist ein großer Sieg. Wow, seht euch das an. Die Schreie der sterbenden Feinde klingen. Fünf gegnerische Generäle getötet. Verluste erlitten, 94. Ja, die hätte man. Also, da muss man halt eben gucken, ne? Das ist so eine. Das ist halt bei Einheit mit einer schlechten Moral. Man kann die Bauern, das habt ihr gesehen, am Anfang hat das, glaube ich, ganz gut funktioniert, dass sie einmal da den Charge aufgesogen haben. Aber da hinten hat es dann wieder nicht so gut geklappt. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Verluste geheilt bei den Hunden von Kulan vielleicht? Nee, schade. Aber dann wird der eine wahrscheinlich weg sein, ne? Aber hier zwei Erfahrungen, Verluste zugefügt. 46. Männer 1. Na gut, wenn ich den behalte, von mir aus, aber. Wir werden so. Werden. Das Land gehört uns. Oh, ein Volk auf der Flucht. General. Aber pass auf, ich habe hier schon den richtigen Gegner für euch. Er ist nämlich übel. Er hat nämlich noch eine Axt dabei. Ja. Ja, der ist weg, schade. Ja. Weißt du was, wir haben ja noch mehr von denen. So, wir müssen hier ganz viel reparieren. Okay, wir müssen gleich mal fortbilden. Ja. Lass den mal gerade weg. Machen wir noch eine Einheit Gallo Glasses. Erfahrungsbonus für ausgebildete Truppen plus 3. Das ist der Katapultplatz. Plus 1 Erfahrung nur. Das ist echt schwach. Naja, okay. Gucken wir mal, was da gleich passiert. Ein Volk auf der Flucht, die Franken. Widerstand ist zwecklos. So. Wir haben ja noch Verstärkungen, die kommen. Ne? Bilde den mal fort und nimm mir auch noch eine Einheit Gallo Glasses mit. Die haben natürlich sehr viele Fernkämpfer. Das ist leider. Ja, vielleicht nimmst du dann doch statt den Gallo Glasses lieber so eine Einheit Schleuderer. Das ist leider bei den Horden so, dass die übermäßig mit Fernkämpfern ausgestattet sind. Wollen wir danach mal die Taverne dann hier. Befehle. Da Angriff. Siedlung wird belagert. Die Siedlung wird belagert. Gut. General. Ah, guck mal da, die Hunden wollen hier wieder weg. Dann sollten wir Massilia jetzt erobern. Aber das Dumme ist, wenn ich es erobere. Ja, wobei, es ist fast nur Kavallerie, ne?
Es geht eigentlich. Wir haben sehr viel Speerkämpfer. General. Und wir haben noch einiges an Schleuderern dabei. Also das müsste eigentlich gehen. Gucken wir mal. Sionic White Hero. Ja. Komischer Name. Ja, Meister. In Bewegung. Weiter. Es gibt übrigens viele. Ja. Ich überlege halt noch, ob ich an die Hunden ran will. Eigentlich halt nicht so ganz, ne? Vielleicht kommst du sicherheitshalber nochmal einen Ticken zurück. Weil wenn wir hier dann tatsächlich angegriffen würden, noch von den Franken, dann ist das bestimmt nicht so verkehrt, wenn wir da noch jemanden in der Nähe haben. So, dann schieben wir den einmal da rein. Schickst mir den mal dahin. Jetzt sehen wir noch ein bisschen konkreter, was sie da so drin haben. Es sind Räuberhorden. Das ist nicht die beste Kavallerie, das ist eigentlich ganz gut. Die Elite-Schwertkämpfer, die gehen mir echt jetzt schon auf den Keks, ne? Da brauchen wir halt die piktischen Armbrustschützen. Das ist gut, dass wir die haben an der Stelle. Okay, wir blicken zuversichtlich in die nächste Folge. Bis dahin sage ich, macht's gut. In diesem Sinne, Suavelos.